Okay, ich war noch nie im End. Es ist ein großer Spoiler für Nein, ich mich. runterschubsen. Ah, ich falle. Okay, lass mal den Boss besiegen. Mach dich mal Game Mode 1. Okay. Ich sehe das Ganze mal als Servertest. Geil. Ich bin irgendwie ganz woanders als du. Ah, ich fliege mal zu dem Punkt am Ende. Bist du das? Ich muss diese Zone mal rendern. Es könnte jetzt etwas ruckeln. Dünn Map Render. Wo ist dieser doofe Boss? Hast du Monster an? Ich habe nichts verändert im End. Weil hier keine Monster sind. Ich merke es auch. Aber wir sind auch, flieg mal da zu den Fackeln hin. Da ist ja die einzige Stelle, wo überhaupt was los ist. Da sind jede Menge Endermen. So ist es nicht. Die brauchen halt Boden zum Stehen. Wo sind Wo Endermans? ich bin. Du solltest mich leuchten sehen im Dunkeln hier. Und da ist dein Ender Dragon. Okay. Sehr schick. Ich sehe den nicht, ich sehe nichts. Ich sollte dich mal hierhin teleportieren, was? Ich bin genau neben dir. Das ist nicht nah genug. So. Boss hielt. Ach, jetzt. Siehst du alles hier? Ja. Okay. Lass mal Boss killen. Was machen diese Strahlen? Die Ich heilen habe ihn, ihn voll oder? getroffen. Diese Säulen heilen ihn, oder? Was machen die? Ich weiß, ich mache den. Ich mache, will die jetzt kaputt machen. Bumm, die explodieren. Machst du die kaputt? Ja, mit einem Schlag geht es. Weil Spielmodus 1. Man muss alles mal getestet haben, bevor man es auf dem Server loslässt, ne? Ich finde es schade, dass ich hier so gespoilert werde, weil ich bisher noch nie im End war. Ich habe es mir aufbewahrt. Aber egal, muss getestet werden. Wo ist der Boss? Das Citizens Plugin, da kann man NPCs nicht nur zu Wachen und zu Händlern machen, sondern auch zu Magiern. Und die Magier können Ender Dragon in der realen Welt erstellen. Wenn man das denn erlaubt. Und deswegen. Der kriegt gar keinen Schaden. Weil er geheilt wird. Durch diese Säule. Aber die gehen ihm jetzt aus. Ist hier noch eine oder brennt das nur? Das brennt nur. So, wo bist du? Da bist du. Er ist aber auch schnell. Okay, Zeit für Pfeil und Bogen. Es gibt mittlerweile auch schöne Plugins, die der Minecraft so verändern, dass es sich wie Skyrim spielt. Bisher nur im Einzelspielermodus, aber es ist recht gut umgesetzt dafür, dass es halt Minecraft ist. Es gibt auch viele andere Einzelspieler-Plugins, die viel mit dem Ender-Dragon-Modell machen. Abgesehen von Reskins, die sind natürlich relativ einfach. Und es ist durchaus möglich, dass ich eine Parallelwelt voller Drachen mache. Wobei nicht alle Drachen böse sind oder das Turret zerstören, das wäre zu viel. Na, da, da, da. Er ist, glaube ich, zu schnell, um ihn mit dem Schwert zu bekämpfen, hä? Nee, das geht eigentlich. Ah, mal ein bisschen Bogenschießen üben. Und ruckelt der Drache oder nicht? Ja, tut er. Ah, bei mir steht er manchmal kurz. Das liegt aber auch daran, dass ich gerade die Welt render in einer Karte.
du hast dir Dracheneier gegeben. Schisch. Es ist schwierig abzuschätzen, wo ich denn hinschießen muss und wann der Pfeil an der Stelle ist. Ich treffe ihn kaum. Aber manchmal treffe ich. Oh ja, Feuer, es war einfach. Okay, nicht ohne 1000 Pfeile. Wo ist eigentlich noch das Portal gewesen? Welches Portal? Hier gibt es kein Portal. Nee, damit wir wieder nach Hause kommen. Man kommt aus dem End nicht wieder nach Hause. Scheiße. Was war mal interessant zu wissen, was passiert jetzt mit meinen Plugins in Bucket, wenn ich den Enderdrachen besiege und was wir dann machen. Wenn man dann hier runterfällt, dann startet man einen neuen Charakter mit neuem Inventar, wie es aussieht. Oh, komm her, Volltreffer. Ah! Aber ich könnte natürlich ein Bett platzieren und dann sind wir in der Traumwelt, das ist auch ganz okay. Ich habe zwar noch kein Portal aus der Traumwelt in die Realität, aber... Ja, der Drache wartet auch. So, bin wieder da. Bäm. Zu tief. Muss ein bisschen höher ziehen, weil er ja auch runter geht, der Pfeil. Ich weiß! Das ist nicht das einzige Problem. Der Drache bewegt sich andauernd und weicht den Pfeilen irgendwie aus, mehr oder weniger. Beziehungsweise, ich habe noch keine Ahnung, die Entfernung abzuschätzen. Ich bin ziemlich unerfahren im... So, er kommt zurück. Reichweite. Naja, der mag dich gerade nicht. Mit dem Magier-NPC kann ich ganz spontan mal eben 20 Endermen erschaffen. Mach den mal. Okay, aber nicht hier im Dunkeln. Und nicht gleich 20. Ja, Treffer. Ah, Volltreffer. Yeah, ja, zu tief. Ey, wie kann man eigentlich noch einen NPC ausrüsten? Toggle-Equip. Toggle. EQUIP. 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 Dann kannst du ihm Rüstung und irgendwas in die Hand geben. Warte. T slash M. Okay, er ist halt tot. Toggle-Equip. Wobei, ich muss wirklich mal testen, ob ich Enderman in der Traumwelt... Nein, nicht Enderman. Ob ich den Enderdrachen in der Traumwelt spawnen kann und ob der da das Terror zerstören kann. Das wäre zu genial. Warte mal. Also T-Slash. To... Schreib das mal alles in Chat, wie das geht. So. Ich habe auch vor, in der Traumwelt Anleitungen zu machen, die ganzen englischen Befehle auf Deutsch erklären. Und dann was noch dahinter? Nichts. Du musst den NPC rechts geklickt haben und dann hast du den umgeschaltet auf den Ausrüstungsmodus. Ja, aber das geht hier nicht. Hast du ihn rechts geklickt? Du bist der Eigentümer? Ja. Du hast ihn gerade erst erstellt? Ja. Okay, NPC-List. Es gibt... Ich wähle ihn mal. Warte. Ich bin nicht der Besitzer, okay. Jetzt habe ich ihn zu meinem NPC gemacht, damit ich ihm was geben kann. Ungültiger NPC-Typ.
Der ist Händler oder so. Nee, Moment, das kann gar nicht sein.